Ups, entschuldigt, hab mir gerade die Haare gewaschen und jetzt wollte ich noch ein bisschen Strähnen so hintun, dass es nicht so unordentlich aussieht. Aber gut. Hallihallo und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, heute ist Freitag. Freitag ist so dieser Tag vorm Samstag und das war jetzt so ein intellektueller Satz wie: Nachts ist kälter als draußen. Ja, super. Super, dass ich sowas immer feststellen kann. Gut. Ja. Also, wie ihr vielleicht merkt, bin ich etwas Pille-Palle, aber es liegt daran, dass ich mit dem Haarewaschen auch noch gleich gebadet habe. Und ja, ich bin da irgendwie immer danach so ein bisschen Pille-Palle und gut. Aber worüber ich heute mit euch reden möchte, was ich euch heute erzählen möchte, was ich heute euch so als Thema habe, ist das Thema Ratschläge. Ja, das klingt jetzt total komisch, aber Ratschläge sind manchmal das Beste, was dir passieren kann und manchmal das Schlimmste. Nein, ich möchte mich nochmal verbessern. Es ist meistens das Schlimmste, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen jemandem einen Tipp geben, weil Tipps helfen weiter, oder jemandem einen Ratschlag zu geben. Und ja, darüber dachte ich, rede ich jetzt heute einfach mal oder labre. Und hiermit fange ich dann auch mal an. Also, ich habe heute, damit ihr wisst, wie ich auf das Thema komme, von meiner Mutter den Tipp bekommen. Ich soll doch besser nicht baden, weil die letzten Tage ist ja etwa, ist echt bei uns sehr kalt. Also ich meine wirklich extremst kalt. Also allgemein, das Wetter ist total komisch. Erst 30 Grad, dann 15 Grad, dann wieder fast 30 Grad und dann gefühlte minus 300 Grad. Und gestern Nacht haben meine Mutter und ich dann auch gebibbert wie die Pinguine in der Sonne. Ob Pinguine in der Sonne schwitzen? Weil ich meine, im Wind, das sind ja Nordpol- oder Südpolwesen, also die sind im Schnee. Also müsste für die eigentlich Hitze kalt sein. So wie bei meinem Vater. Der hat da auch so ein ganz verdrehtes Thermostat. Wenn meine Mutter und ich frieren, dann ist es ihm meistens warm. Aber gut, weiß es irgendjemand? Falls ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde das echt gern wissen, ob Pinguine schwitzen. Oder können die überhaupt schwitzen? Ja, aber jetzt bin ich gerade voll vom Thema abgekommen, aber egal. Auf jeden Fall, dadurch, dass es ja so kalt ist, hat meine Mutter mir den Tipp gegeben, ich soll besser nicht heute baden, weil sonst würde ich noch mehr frieren. Und dann habe ich mir so gedacht, King Käse mäßig, meine Mutter hat ja nie recht, Mütter haben immer Unrecht, ist so eine Grundregel. Und dann, ich will jetzt unbedingt baden, also Badewanne, damit ich es hinter mir habe. Und jetzt ist mir sau kalt. Ich möchte sagen, meine Finger sind gefühlte Eiszapfen und auch der Rest von meinem Körper fühlt sich gerade mindestens 10, 20 Grad im Minus an. Und da war ich mir dann einfach so eingefallen, es gibt ja immer so dieses, ich gebe dir den Tipp, mach das und das besser nicht jetzt. Und dann gibt es Ratschläge. Und Ratschläge fangen nach meinem Erfahrungsschatz meistens an mit dem Satz, ich würde ja. Oder bei mir ist es ja. Oder dieses, wenn ich an deiner Stelle wäre, dann. Das sind so diese typischen Anfänge von Ratschlägen, wo man dann immer sich denkt, oh, muss der andere das dir jetzt so erzählen? Ich meine, hallo, ich meine, irgendwie kann ich mir das ja schon denken. Aber muss der mir das jetzt so altklug, Besserwisser, Überlehrer, so dieses Professor des Lebens, ich weiß alles besser als du mäßig aufs Brot schmieren? Also ich für meinen Teil, ich bin ja immer jemand gewesen, wenn jemand mit dem Satz, mit solchen Sätzen angefangen hat, war ich erstmal schon mal von Anfang an etwas genervt. Weil dann wusste ich, dass es meistens so Tipps sind, die mögen vielleicht gut sein und mögen auch bestimmt auf eine gewisse Art dem anderen geholfen haben. Aber was man nicht vergessen darf, ist, niemand ist so wie jemand anders. Und niemand, bei niemandem ist alles gleich. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, also ein Beispiel bei mir, ich habe den Ratschlag bekommen, als damals meine Weisheitszähne gezogen wurden, hat mir jemand den Ratschlag gegeben, ich soll doch, wenn es dann soweit ist und die Zähne draußen sind, auf Nelken rumkauen. Das würde dann helfen und es wird alle betäuben. Und
Als dann die Zähne draußen waren, war der erste Gedanke, den ich gedacht habe, boah, schiete auf diesen Tipp, wenn ich jetzt auf Nelken rumkau, dann krepiere ich den grausamsten Tod, weil das hat ja alles nur wehgetan. Ich meine, ich habe das damals nur überstanden durch extrem starke Schmerzmittel, weil ich bin da nach dem zweiten, also der erste und zweite Tag gingen, da hat meine Mutter mir auch davor den Tipp gegeben, ich soll viel schlafen, damit die Narkose weggeht und dass es mir besser geht, aber ich habe auch so viele unnütze Ratschläge bekommen. Sowas wie, mach auf jeden Fall ein warmes Bett, so Mischung aus erst kalt, dann wieder warm, dann wieder kalt. Also es hat bei mir geholfen. Und dann jemand anders hat mir wieder erzählt, ja, das Beste ist, wenn du da wenn du die Antibiotika dauernd nimmst und dass das dann so alles schnell abheilt und dann geht das alles viel schneller. Aber da ich ja kein Antibiotika-Fan bin, hat mir der Tipp auch nichts geholfen. Oder dieser Ratschlag. Und ja, Ratschläge sind so Tipps, wo jemand dir nicht einen Tipp gibt, um dir weiterzuhelfen. Also er versucht dir ja weiterzuhelfen. Ich will nicht unterstellen, dass jeder, der Ratschläge gibt, nicht weiterhelfen will. Weil ich gebe bei Gott bestimmt auch manchmal hier und da einen Ratschlag. Oder ja, ich bin auch nicht gefeit davor, jemanden den Ratschlag rauszuhauen, aber Ratschläge, die sind meistens aus der Ich-Perspektive nach meiner Beobachtung. Also sowas wie, bei mir hat das ja geholfen, also muss das dem anderen auch helfen. Und das ist schon mal der größte Fehler, den man in so einem Moment machen kann. Und da ist es dann besser, jemandem den Tipp zu geben, also bei mir hat ja geholfen, aber du musst gucken, wie es bei dir ist. Weil das ist dann schon so, wo man nicht davon ausgeht, ja, das hilft bei mir auf jeden Fall, sondern einfach dieser kleine Beisatz kann schon helfen, dass dem anderen bewusst ist, ja, aber du musst es ja nicht ausprobieren. Und ich habe oft so den Eindruck bei Ratschlägen, das sind so diese Sachen, wo man den anderen auch ein bisschen seine Welt, seine Tipps aufdrängen will. Meine Mutter hat immer diesen Tipp, das heißt nicht umsonst Ratschläge oder Ratschlag, weil man da jemand mir auf jeden Fall seine Meinung und seine Ansichten und seine ja, Gedanken sozusagen vor den Kopf schlägt oder so. Und da hat sie ja schon recht. Also ich bin jemand, ich sag, ein guter Tipp oder auch einfach nur manchmal ein Wort nach dem Motto, also, wie war es bei dir? Oder einfach nur mal auf die Frage, wie war es bei dir, nicht zu antworten, ja, also bei mir war es so und das wird bei dir auch so sein. Also hör auf das, was ich weiß, auf jeden Fall, wie ich dir helfen kann. Ist auf jeden Fall nicht immer der richtige Ansatz. Manchmal ist es auch einfach besser. Jetzt hat gerade tatsächlich mein Licht geflackert. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt auf dem Video drauf ist, aber wenn ja, dann wäre das echt voll abgefahren. Weil ich versuche schon seit ein paar Tagen meinem Hasen zu beweisen, dass das Licht regelmäßig flackert. Und ja, das wäre dann mit dem Video bewiesen. Was irgendwie komisch ist, dass ich es meinem Hasen beweisen will, aber besonders weil wir im selben Zimmer sind, aber sie kneift immer die Augen zu, wenn es so blinkt und glaubt, es sei ein Gewitter. Und ich will meinen Hasen davon vom Gegenteil überzeugen, weil sie dadurch irgendwie ein bisschen unruhig ist. Das ist auch so ein Ratschlag, fällt mir gerade auf. Und gebt meinem Tipp, Hasen den Ratschlag, glaubt mir, dass es nicht ein Gewitter ist. Gut, ich gebe es auf, Isabelle. Du hast vielleicht recht, vielleicht habe ich Unrecht und vielleicht kommt es auch durch irgendwelche Wetterströmungen. Weiß der Geier, warum der das Licht flackert. Gut, zurück zum Thema. Ich bin auf jeden Fall jemand, ich sage, ein guter Ratschlag ist meistens auch nicht wirklich hilfreich, sondern ein guter Tipp hilft mehr als 1000 Ratschläge. Weil ein Tipp kann dir die Option freilassen, mache ich es oder mache ich es nicht. Ein Ratschlag ist so ein bisschen auch in meinen Augen eine Anweisung, tu das. Weil ich weiß es. Und ich weiß es besser als du. Und ich bin dann schon jemand von Anfang an, wenn jemand mir das Gefühl gibt, ich weiß es besser als du, ich bin da auf jeden Fall, weiß ich es besser als du, dass ich schon vom Prinzip mich gegen diesen Ratschlag oder die so sträube. Und bei Tipps habe ich oft eher den Eindruck, der andere will mir wirklich helfen und
Wenn es nicht funktioniert, ist auch nicht so schlimm, weil es ist ja nur ein gut gemeinter Tipp. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob meine Nachricht so richtig ankommt. Es ist echt bei uns zu Hause gerade spät und ich bin etwas müde und würde eigentlich jetzt am liebsten gerne ins Bett zurücksteigen, weil da ist schön warm und hier draußen ist es so kalt. Aber ich würde mich sehr dafür interessieren, wie ihr das seht. Seid ihr so jemand, der dauernd Ratschläge gibt oder seid ihr auch eher so diese Menschen, die Tipps geben und auch sich über Tipps freuen? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall auch über eine Nachricht freuen, auf Twitter oder Facebook. Oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an die bell.rietmeier@outlook.com. Und ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und ein schönes Wochenende und hoffe, dass es bei euch wenigstens ein bisschen wärmer wird als bei uns. Also, bis bald und tschüss!